So, und willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir wollen jetzt die Erinnerung hier mal checken. Und wir reden erstmal mit ihm. Reden wir mit Bradley. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Überlassen Sie die Leute nicht. Ich will kontinuierliche Berichte. Überlassen Sie die Leute nicht. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fox, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Sie hatten keine Chance. Die ersten beiden Außenposten hatten nicht den Hauch einer Chance. Das war jedem vor Ort klar. Ich habe das Briefing gelesen und ich sorge schon dafür, dass jeder einzelne von uns wachsam bleibt. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von ihnen nochmal versuchen wollen, sind sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Mach ich. Kehren Sie auf die Nexus zurück und kommen Sie irgendwann später wieder, Pathfinder. Dann wird im Prodromos bestimmt mehr los sein. Ja. Die Nexus wartet bestimmt schon auf Sie, Pathfinder. Und nur keine Sorge. Wenn Sie wieder zurückkommen, wird Sie auf Eos noch mehr erwarten. Der Name Prodromos. Warum trägt der Außenposten den Namen Prodromos? Er bedeutet Wegbereiter. Sprachen langweilen mich tierisch, aber wir haben demokratisch abgestimmt. Die Teilhabe an allem ist ein zentraler Aspekt der Initiative. Damit überzeugt man einen Haufen Zivilisten, in eine andere Galaxie zu reisen. Solange wir unsere Verpflichtungen gegenüber der Nexus erfüllen, können wir selbst herausfinden, was wir bauen und wie wir uns organisieren. Deine Vergangenheit? Erzählen Sie mir von sich. August Bradley, Allianz-Soldat im Ruhestand. Die Disziplin behalte ich bei, die Doktrin weniger. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, weil sie zu einer Grenze wollte. Davon gibt's nicht mehr viele. Zumindest keine, die man mit meiner Pension erreichen könnte. Haben Sie Familie? Eine Nichte auf der Erde. Wir haben nach dem Tod meiner Schwester kaum noch miteinander gesprochen. Kommt mir bekannt vor. Etwas Ähnliches ist in meiner Familie auch passiert. Ja, also aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Na dann. Wir haben beide Familien verloren. Mein Vater, Ihre Schwester. Wir haben beide viel verloren. Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus, Pathfinder. Was bedeutet das? Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Das haben Sie schon mal gesagt. Scheiße, stimmt. Sie kennen ja den Todesvortrag des Blockführers gar nicht. Es ist so, dass mit Ihnen und Ihrem Vater ist nichts Ungewöhnliches. Aber erst kürzlich passiert. Jede Spezies der Initiative, mit Ausnahme der Asari und Kroganer vielleicht, hatte Freunde und Familie, als sie in die Kryo ging und wusste beim Aufwachen, dass sie alle tot sind. Okay, red weiter. Damit beginnt alles, was wir aufbauen. Es ist der unausgesprochene Anfang der Initiative. Und deswegen gilt, aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Wie kontrollieren Sie das alles? Wie verhindern Sie, dass das alles einfach aus Ihnen herausbricht? Gar nicht. Ich lasse es zu. Und meine Leute gehen mir dann aus dem Weg. Und ich gehe Ihnen aus dem Weg. Es gibt da dieses Sprichwort. Kinder
unmöglich und nichts für sicher. Ich glaube, das gilt für jeden in der Initiative. Oder vielleicht sogar für alle überhaupt. Ihre Leute. Ups. Was können Sie mir über den Prodromos-Block sagen? Ein präziser Haufen wie alle Wissenschaftler. Wir werden irgendwann Land zur Besiedlung freigeben. Für Gruppen mit genügend Ressourcen für einen Start. Es wird keinen Goldrausch und keine Landzuweisung geben. Es ist mir eine Ehre, Sie anzuführen, solange Sie mich brauchen. Führung auf den Nexus. Wissen Sie Näheres über die Leute, die das alles von der Nexus aus leiten? Ich arbeite ausschließlich mit Allison zusammen. Sie macht alles nach Vorschrift und nach der ganzen Scheiße, die passiert ist, kann man ihr dazu nur gratulieren. Und die anderen? Ich arbeite ausschließlich mit Allison zusammen. Und inoffiziell? Würden Sie etwas anderes sagen, wenn es nicht um Ihre direkten Arbeitgeber ginge? Wenn Sie nicht meine direkten Arbeitgeber wären, würde ich einen großen Bogen um dieses Rattennest machen. Die Außenposten klären ihre Probleme mit Addison. Sie klärt alles mit den anderen. Und ich beneide sie nicht darum. Eos? Ich hätte nur gerne einen Statusbericht. Natürlich informell. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir improvisieren und kommen um die Runden. Gut, auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal. Ach, Pathfinder, was ich über die Trauer gesagt habe. Jeder Pirat, den wir in diesen Cluster gebracht haben, wurde nach dem Aufwachen mit derselben Realität konfrontiert wie Sie. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, damit nicht immer geschossen werden muss. Ja. So. Erinnerungsauslöser. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Da ist noch ein Terminal. Na, ja, okay. Laufen wir erstmal hier lang. Hier gibt es nämlich noch ein paar Sachen, die wir gucken können. Und dann gehen wir erstmal. Machen wir jetzt die anderen Quests da noch hier drauf und dann gehen wir zurück. Ja, machen wir, glaube ich, so, ne? Da ist schon wieder ein Terminal. Terminal? Bitte helfen Sie uns. Sieh mir. Anders kann ich diese Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitskugel redet dauernd von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist. Dass ein paar Elektroden an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als die Relikte Beobachter Baratin verstümmelt haben. Aber jeniges sagt, wir könnten wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Relikspots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitsgruppe mit, um ihnen zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings diese Sache ausreden, aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht hier sind. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Das schreit geradezu nach Ärger. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Ja, Forschungszentrale. Zentrum. Können wir mal auf Forschen gehen? Was gibt's denn hier schöne Waffen? Wow. Reaper. Nice. Gibt's hier auch Rüstungen? Ah, das sind die Reliktsachen. Schon nice, ne? So, was gibt's hier? Hier gibt's aber Panzerung. Ketthelm. Oh, was ist das denn? Das ist ein ganzer. Ah, nee, das ist für da drunter, glaube ich, ne?
kostet der denn? Gar nichts. Dann können wir den auch eigentlich nehmen, ne? Lassen wir erstmal so, erstmal das, was wir haben. Das könnten wir jetzt ja später noch gucken. Muss auch noch die Vorbestellersachen holen. Okay, lassen wir es erstmal. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist die Frage, was wir tun. Drücken wir halt hier auf Escape und gucken mal in unser Logbuch, glaube ich, die Mission, oder? Codex. Hier gibt es einiges noch zu tun, ne? Mit dem Profil. Aber wie gebe ich jetzt die Quest hier durch? Gut, komm, wir gehen erstmal auf die Nexus. Dann kommen wir gleich nochmal zurück hier. Und dann machen wir den Planeten erst fertig und dann gehen wir auf den nächsten. Ja, wir wollen den Planeten verlassen. Sind im Steigflug. Okay. Atmosphärenaustritt erfolgt. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Finden Sie eine Lösung? Soll mir recht sein. Mir ist egal, wo die Leute schlafen. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden, sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Blick genau. Nach vorne. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Kommen Sie miteinander aus. Lassen Sie uns einander Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist schon ohne Probleme im Miteinander stressig genug. Verstanden, Boss. Kroganer sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. No, Verbesserung. Verwissen selten Material. Okay. Es gibt mehr zu erfahren. So, hier. Ich würde aber gerne wissen. Ach, egal. So, machen wir erstmal hier. So, quatschen wir erstmal mit allen. Ich bin in der Küche, wenn Sie mal Zeit haben. Jo. Wir gehen jetzt erstmal hier einmal rumgucken. Das Team ist bereit für eine Mission. Stimmt. Das könnten wir jetzt auch mal einmal machen. Da, haben sie geschafft. Haben wir noch mehr zu tun? Bronze. Hier, nehmen wir
Ups. Gut. So. Geht's hier lang? Nirgendwo? Ah doch, hat nur ein bisschen gedauert. Ah, hier ist mein Auto. Ah, wollen wir erstmal hier ein bisschen rumgucken uns nochmal. Wo alle sind, ich weiß nicht, wie wir... Oh. Nett haben sie es hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt sie etwas? Vielleicht. Wow. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Sie waren eine Asari-Elite-Soldatin? Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen. Kannten Sie meinen Vater gut? Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ich bin noch da, wir können noch reden. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind sie ebenso gut. Als ich sagte, ich würde ihnen nicht im Weg stehen, war das ernst gemeint. Aber ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Warum sind Sie dann herkommen? Was hat Sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Okay, so, quatschen wir noch ein bisschen mit ihr, oder? Geht das noch? Ryder? Asari-Elite-Soldatin. Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des speziesübergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Das war zwar vermutlich nicht ganz so wichtig wie die Zeit, in der sie Silvers Expedition verteidigt haben, aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athenennebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Ist der Asari-Sektor nicht friedlich? Soldaten werden immer gebraucht. Jede Zivilisation braucht jemanden, der sie verteidigt. Ja, und normalerweise entstammen diese Verteidiger der jeweiligen Zivilisation. Aber Asari-Jägerinnen sind verdammt anpassungsfähig. Da fragt man sich doch, wie unsere Miliz in 100 Jahren aussehen wird. Militärische Karriere? Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten.
Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Die proteanischen Ausgrabungsstätten hatten uns vor Augen geführt, wie viel wir nicht wissen und was der nächste große Schritt der Menschheit sein könnte. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir brauchten einen Neuanfang. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also, Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Nö, eigentlich nicht. Haben Sie jemand Besonderes? Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Sie sind experimentfreudig? Heißt das, Beziehungen unter Asari-Elite-Soldatinnen sind okay? Es kommt vor. Wenn auch meistens nur für einen Einsatz. Asari bleiben normalerweise nicht langfristig mit jemandem zusammen. Ich schätze, wenn man erstmal seinen 500. Geburtstag gefeiert hat, lernt man eben, sich zu beherrschen. Die Arche der Asari. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Kriegsgeschichten. Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Gut. So, weißt du, wo wir uns jetzt erstmal anmelden? Wir gehen zu unserer Kajüte. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht noch jemanden unterwegs. Ich muss mal eben auf der Karte gucken. Wo ist denn unsere Kajüte? Forschung, Techlabor. Galaxiekarte. Bienenraum. Ich glaube oben, oder? Gut, ich muss jetzt erstmal unseren Raum finden. Aber hier oben war der, glaube ich, nicht. Ich glaube hier, oder? Ich hoffe. Na, das ist die Brücke. Wir haben uns seit der Einwahl. Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Wollen Sie nicht etwas langsamer machen? Macht Ihr Gehirn je eine Verschnaufpause? Ha, sorry, nein, nicht wirklich. Selbst meine Träume laufen im Zeitraffer ab. Ich verstehe, Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, so etwas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hin zu gähnen. Was ist das? Ein Herzchen? Sie sind süchtig nach Aufregung, oder? Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen. Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt?
Mit ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Schlafen wäre eine gute Heilmittel. Sie sind also aus Langeweile hier. Schlafen wäre gut. Vielleicht hätten sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltec, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltec, hä? Einverstanden. Reltec, okay. So. Bevor wir noch mit weiteren Leuten quatschen, ich suche meine Kajüte. Ah, das ist nicht meine Kajüte. Hier geht's nirgendwo hin. So, wir suchen zuerst unsere Kajüte. Weil die Folge wird wieder ein bisschen lang. Komm. Ich glaube, hier ist meine Kajüte. Kann das sein? Hey, ich bin im Lager, falls Sie mich brauchen. Nee, ich brauche meine Kajüte. Noch. Ah, der Pathfinder dreht Ihre Runde. Und Sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? So, und hier machen wir eine Pause. Ich finde meine Kajüte nicht und ich muss ein bisschen drauf achten, dass die nicht zu groß wäre, meine Folge. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo wäre gut. Könnt ihr da lassen oder nicht. Oder einfach nur weiterschauen, ist mir egal. Aber wenn ihr abonniert, verpasst ihr nie was. So, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mass Effect Andromeda mit mir, Maxel Gaming. Ciao.